Egal, wo ich war auf der Welt und ich Spätzle gemacht habe, als so Missionierung sozusagen, das hat allen gut geschmeckt, das waren immer alle begeistert und man könnte einen Imbiss draus machen. Ich bin nach Hamburg gekommen, weil ich hier studiert habe. Ich habe Erziehungswissenschaften eigentlich studiert. Ich wollte nach dem Grundstudium möglichst weit weg von Schwaben. Und dann habe ich wirklich mein Studium fertig gemacht, habe dann 2 Jahre in dem Job gearbeitet und habe dann aber gesehen, das ist wirklich nichts für mich. Und so bin ich dann eben zum Spätzle gekommen. Also, gerade als ich eben in Süddeutschland dann erzählt habe, dass ich einen Spätzle-Imbiss machen will, haben die schwäbischen Hausfrauen auch wirklich gesagt, da dusch auch ein wenig Dinkelmehl rein, hat ein wenig Biss. Und wir machen sie natürlich frisch. Dass die Spätzle wirklich frisch sozusagen gehobelt werden und frisch ins Wasser tropfen und dann benutzt werden für die Käsespätzle, Linsenspätzle, Spätzle mit Soße, genau. Also ich freue mich immer, wenn die Schwaben nach Hamburg kommen und dann hier reinkommen und sagen, ah super, das ist ein schwäbischer Imbiss, und die freuen sich einfach wirklich so zu schwätzen, wie Gosch gewachsen ist. Und wir haben tatsächlich viele internationale Gäste, die dann hier extra reinkommen und sagen, sie kommen extra jetzt zu euch, weil ihr so einen guten Ruf habt. Ich wusste, dass ich das irgendwie hinkriege sozusagen, dass ich arbeiten kann. Der Wechsel hat sich auf jeden Fall gelohnt vom Pädagogen zum Wirt, weil ich bin wirklich glücklich mit der Entscheidung, dass ich halt mein eigener Chef bin. Es schlägt auf jeden Fall noch das Schwabenherz in mir, aber ich genieße es auf jeden Fall auch in Hamburg zu sein.